Und dann hört man noch den Ausspruch vom Ministerpräsidenten des Saarlandes. Deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen. Einerseits die vielen fleißigen Menschen, die tanken müssen, andererseits die Geringverdiener. Über diese Unterscheidung werden sich bestimmt Pflegekräfte, Busfahrer, Kita-Angestellte und die vielen, vielen Paket- und Pizza-Bring-Menschen freuen, die uns durch Corona gebracht haben.